Liebe Bels TV-Seher, wir befinden uns auf der PS-Show 2011 hier in Wels. Und wie Sie sehen, hinter mir, der Andrang zu dieser Messe ist riesengroß. Um Ihnen einen kleinen Eindruck von diesem PS-Spektakel von gestern, heute aber auch morgen zu bringen, beginnen wir jetzt mit einem kleinen Rundgang. Viel Ausstellungsfläche bei dieser PS-Show nehmen auch die Veteranen ein. Fahrzeuge aus längst vergangenen Zeiten. Aber ich glaube, ein Blickfang bei dieser Messe. Ja, ich denke schon. Also wir sind sehr glücklich, dass wir also wieder bei der PS-Show hier dabei sein können. Ich bin also der Repräsentant vom Oberösterreichischen Motorveteranenclub und wir sind in der Halle 20 im Sektor F. Da haben wir auf großen Flächen genau 50 Autos und 35 Motorräder ausgestellt und das sind wirklich ganz, ganz tolle Exponate. Bei unserem Rundgang sind wir jetzt beim Autohaus Scheinecker gelandet und da gibt es gerade in Sachen Volvo sehr, sehr viel Neues. Bei mir der Firmenchef Manfred Scheinecker. Was gibt es denn bei Volvo so Neues? Ja, wir haben unseren Dauerbrenner hier, den XC60, dann haben wir den neuesten Volvo V60 hier und dann mit einer matt-schwarzen Folierung in Carbonoptik und das ist eigentlich der Hit der Messe, weil jeder zu dem Auto zubekommt und jeder das Auto begreifen will, wie man hinter mir sieht. Wir haben zwei Standorte, einen in Regau, einen in Gunskirchen bei Wöls, machen im Jahr im Schnitt 200 Volvos und wir haben da eine sehr gute Partnerschaft mittlerweile schon seit 1979 und sind sehr glücklich, dass wir die Marke vertreiben und verkaufen dürfen. Volvo, das war ja einmal so zu meiner Jugendzeit das Auto sicher, aber von der Form nichts Besonderes. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Ja, extrem viel und das merkt man auch, wie die Kunden das annehmen, also das Design auch mit der Sicherheit zu verbinden und den Familiengedanken hier auch zu vereinen. Das ist wunderschön und wunderbar, dass wir das mit der Marke Volvo jetzt drüber bekommen, vor allem, weil auch der Mitbewerb hier auch das merkt, wie Volvo immer mehr und mehr auch rankommt. Sehr, sehr interessante Rennautos aus eigentlich ja, vergangenen Zeiten, die bietet der Histocup hier auf der PS-Show in Wels. Histocup, vielen sagt er was, manchen nichts. Was ist der Histocup genau? Also der Histocup hat sich gegründet eigentlich aus 7 Enthusiasten, die vor 15 Jahren angefangen haben zu sagen, wir wollen eigentlich eine eigene Rennserie gründen. Wir haben mit 7 Leuten angefangen, mit einer Rennserie sind jetzt bei weit über 300 Teilnehmer mit 6 Rennserien in Österreich und im begrenzten Ausland, also im benachbarten Ausland unterwegs. Mit welchen Autos wird hier hauptsächlich gefahren oder gibt es überhaupt Grenzen? Ja, es gibt dabei grundsätzlich Baujahresgrenzen. Es sind also die Autos historischer Rennfahrzeuge bis 1981. Das sind die historischen Rennfahrzeuge. Dann gibt es die Youngtimer, die sind schon bis 2001 herauf. Es gibt den eigenen BMW Markenpokal 325 Challenge, was eine Sensation geworden ist. Und wir haben die Formel Historik dabei, also historische Formelfahrzeuge, die Formel V, Formel Ford, Formel 3. Alle die Dinge sind bei uns vertreten. Daten, Zahlen, Fakten zu diesem enormen Renngerät. Ja, das ist ein absolut geiles Auto. Ich kann mich jetzt noch erinnern, ich bin mit dem Auto aktiv Rallye gefahren. In den 80er Jahren Europameisterschaft, ein Steyrbuch 650 TR. 500 Kilo leicht, im Gegensatz zum Vorer, also ist eher der komplette Vergleich, das ist ein sehr leichtes Auto, schnelles Auto, hat rund 50 PS, aus 2-Zylinder-Boxermotor und geht eigentlich immer wie die Sau. Wir sind jetzt am Stand des Autohauses Citroën Leeb in Wels und in Galsbach und bei mir der Verkaufsleiter Herr Katscher. Was gibt es denn Neues bei Citroën Leeb? Wir haben eine sehr umfangreiche Palette, Fahrzeugpalette bei der Marke Citroën. Wir haben tolle Aktionen, Vorführwagenaktionen wie den Citroën C5, genauso unser Modell, den C3 Picasso, beginnend bei 11.000 Euro. Also es ist für jeden etwas dabei. Es sind sehr viele neue Modelle da. Citroën DS3 hier am Stand, Citroën DS4, also unsere Exklusivmodelle. Wir haben den Citroën Berlingo in Diesel, ein tolles Familienfahrzeug mit Schiebetüren. Sehr geräumiges Auto zu einem Preis von 14.390 Euro für ein Familienfahrzeug, das sehr viel Platz bietet und sehr, sehr, sehr variabel ist. Wir haben gut 30 Fahrzeuge momentan auf Lager.
in verschiedensten Farben und Ausstattungen natürlich. Aber wie gesagt, um 14.390 in einem Berlingo Diesel ist unschlagbar. Sehr, sehr viel zu sehen gibt es beim Polizeisportverein Wels, Abteilung Motorsport. Ja, hier schlägt einem jeden Motorsportfan das Herz natürlich um einiges höher. Was sind denn da so die Highlights? Ja, wir haben erstmals eine 800 Quadratmeter große Ausstellungsfläche von der Welser Messe zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben um die ca. 30 bis 35 rennrassige Rennsportgeräte hier, sowohl auf 2, 3 und 4 Rädern. Und wenn ich da beginnen darf, haben wir natürlich die IDM-Maschine da von Martin Bauer, der IDM-Meister geworden ist. Dann die Nummer 2, Michi Ranseder, seine BMW haben wir da. Und von unserem Clubfahrer des BSV Wels, der mit BSV Wels Lizenz unterwegs ist, von Stefan Schrammel, diese BMW haben wir ebenfalls hier ausgestellt. Dann haben wir natürlich als Highlight den Formel 1 Red Bull von David Coulthard bzw. Marc Webber, die 2008 mit diesem Gerät in der Formel 1 unterwegs waren. Dann haben wir hinten einen Formel Lotus mit dem, was seinerzeit James Hunt bzw. Keke Rosberg Weltmeisterschaften gewonnen haben in der Formel 1. Einen Seitenwagen haben wir von Michael Grabmüller, der ebenfalls für den BSV in der IDM unterwegs ist. Dann haben wir hinten noch einige 600er Supersport-Motorräder. Und wenn wir dann runtergehen, einen 917er Langstreckenbursche, der schon in Le Mans seinerzeit unterwegs war, dann ein BMW mit über 400 PS, einen M3. Jeder Motorsportbegeisterte ist bei uns willkommen. Ich glaube, es gibt fast nichts, was bei uns nicht vertreten ist. Wir haben angefangen vom Streckenposten, die schon am Salzburgring unterwegs waren, am Red Bull Ring unterwegs sind, in der Formel 1 tätig waren. Dann haben wir aktive Motorsportler, die mit BSV-Lizenz in ganz Europa auf den Rennstrecken, ich habe schon vorher gesagt, auf 2, 3 und 4 Rädern unterwegs sind. Wir haben derzeit an die 150 Mitglieder, haben jedes Monat in Wels im BSV-Heim in der Rosenau einen Clubabend, jeden ersten Freitag. Und wenn da Interesse besteht, würde ich mich natürlich sehr freuen, den einen oder anderen dort einmal begrüßen zu dürfen. Einen sehr schönen Stand bei dieser PS Show 2011 hat auch BBS Autotreff. Leidenschaftlich anders. So definiert Mazda die neueste Modellgeneration. Schon der erste Blick begeistert. Der athletische Auftritt wird von der dynamischen Linienführung und dem markanten Design geprägt. Wenn Sie einsteigen, spüren Sie es, Mazda ist anders. Man setzt sich rein und fühlt sich gleich rundum wohl. Das sind auch die meisten Reaktionen der zahlreichen Messebesucher am Stand des Wels Mazda Partners BWS Autotreff. Mazda BWS ist seit 18 Jahren Vertragshändler für Wels Stadt und Land. 17 fleißige Mitarbeiter arbeiten jede Woche morgens bis abends mit Freude an ihren Wünschen und Anliegen. Denn einen Mazda bekommt man überall, aber die BWS-Familie nur hier. Jedes einzelne BWS-Teammitglied ist mit Herz und Seele bei der Arbeit und freut sich täglich auf neue Herausforderungen. Sei es das richtige Auto zu finden, die passende Lackierung zu mischen oder einfach nur das 1000-Kilometer-Service durchzuführen. Bei all diesen Tätigkeiten sind ausgebildete Fachmänner am Werk, die ihren Traumberufen nachgehen und ihnen gerne weiterhelfen. Ein ganz schneller Gast ist zu Besuch beim Polizeisportverein Wels. Michi Ranseder, heuer gewaltig schnell unterwegs in die IDM. Rückblickend zufrieden? Im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir zufrieden sein. Also sicher haben wir ein paar Probleme gehabt, aber ich glaube, Zweiter als bester Einsteiger muss man erst einmal werden. Und natürlich mit den meisten Siegen kann man zufrieden sein, glaube ich. Sicher haben wir ein paar Probleme gehabt mit dem Motorrad, mit Anfang sicher mit uns, mit dem ganzen Parkett ein bisschen, aber Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sicher zufrieden sein. Viel Neues gibt es auch beim Autohaus Kfz Wimmer in Wels in Gunskirchen und natürlich auch hier auf der PS-Show. Der Juniorchef bei mir, Harald Wimmer. Was sind denn die Highlights des Autohauses Wimmer, die hier auf der Messe präsentiert werden? Die Highlights sind ganz der neue i40 Kombi mit 4,77 Meter lang, also wirklich unser erstes Premium-Segment, unser erster Premium-Kombi, der was da sehr bestaunt wird auf der Messe. Sehr bestaunt wird auch ein oranges Fahrzeug, würde ich sagen. Ja, das ist unser kleines Zugpferd jetzt, unser Coupé, der Veloster, mit einem außergewöhnlichen Türkonzept, wo ich wirklich ein Coupé jetzt auch habe, von dem ich
auf der Fahrerseite ein Coupé habe mit einer Tür und auf der Beifahrerseite ein Kleinwagen mit zwei Türen, wo man wirklich hinten auch fest einsteigen kann. Und sowas hat die Welt bis jetzt eigentlich noch nicht gesehen und das ist auch eine Premiere auf der PS-Show. Ich bin jetzt am Freigelände bei der PS-Show Wales 2011 und rechts und links neben mir zwei, ich würde fast sagen, Unikate Old Boys, ja, einfach Legenden der Motorsportszene. Rechts Richie Jimmy Riegler, links Walter Leitgeber. Und ich würde sagen, wir beginnen beim Richie. Richie, PS schon 2011, kann man jetzt schon wieder, glaube ich, als gelungen bezeichnen. Absolut. Erstens einmal freue ich mich, dass ich endlich mit einem jungen Reporter, wie ich gerade gehört habe, zu tun habe. Zweitens einmal muss ich sagen, also die PS schon 2011 ist wirklich also toll, vielseitig und da ist für jeden was dabei und sie haben sich so bemüht. Ja, schön. Jetzt zu dir, Walter. Du hast ja schon deine erste Vorstellung gegeben hier am Race Ring bei der PS-Show. Wie fährt es sich? Ja, am Anfang war es ein bisschen rutschig, aber es ist schon einiger Gummi runtergegangen vom Porsche Carrera GT. Und somit baut sich natürlich auch der Grip dementsprechend auf. Macht Spaß, ja. Und ich denke auch für die Zuschauer eine super Sache. Eine super Sache ist ja auch deine Racing-Schule, die du nach wie vor oder eigentlich immer intensiver betreibst. Man hört ja, da fährt die Prominenz hin, um Autofahren zu lernen. Wie schaut das aus? Ja, es ist natürlich ein super Erlebnis, einmal mit einem richtigen Rennwagen selbst zu fahren. Und es war auch mein Jugendtraum, einmal in einem Formel 1 zu fahren. Mit 40 habe ich es dann erreicht. Und dieses Feeling und Erlebnis möchte ich einfach einem jeden oder jeder ermöglichen, dass wir mit einem Formel 1 selber fahren können. Wie kommt man zu dem? Einfach bei www.formel1-fahren.at hineinschauen, buchen, anmelden und schon ist man dabei. Ein besonderer Anziehungspunkt auf der PS Show Wales ist das wohl schnellste und teuerste Auto auf dieser Messe. Der Lamborghini Aventador. Für 700 PS, die den neuesten Stier von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden beschleunigen und die Tachonadel erst bei 350 km/h ihre Grenze findet, sollte man Kleingeld in der Höhe von ca. 450.000 Euro eingesteckt haben. Die PS-Show wird von allen angenommen. Die Ziele des Veranstalters vor dieser Messe klangen so. PS-Show 2011, wenn die Aussteller sagen, wir haben ein großes Interesse gehabt, es waren viele Leute da, die sich informiert haben, die gekauft haben, die einfach gesagt haben, gut, dass wir da sind und das Publikum soll natürlich auch vieles nützen. Wir haben eine Race-Arena für die großen Buben, wir haben eine Race-Arena für die kleinen Buben, das gilt für die Mädchen natürlich genauso. Also wir haben ein sehr vielfältiges, breites Angebot und ich denke mir, wenn die Leute mit einem Lächeln hinausgehen, dann war es was. Frau Präsident, sehr viele der tausenden Besucher, viele Aussteller und auch wir haben nach dem Rundgang gelächelt. Die PS-Show 2011 darf als Erfolg auf allen Linien abgehakt werden. Gratulation! Ich denke, es war sehr viel für Sie dabei, was Fahrzeuge von einst, jetzt und auch aus der Zukunft betrifft. Ja, und ich werde mich jetzt mit meinem neuen Dienstfahrzeug auf den Weg zum nächsten sportlichen Ereignis machen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Hubert Hupsiuema.